guten Morgen, liebe YouTuber. Ich starte da weiter meine kleine Bewässerung. In der Nacht hat es übrigens ein paar Tropfen Regen gegeben. Der Boden ist ein bisschen feucht. Aber jetzt kommen die da hinten, da kommt auch noch schnell Wasser. Mit die meine kleine Sonnenblumen. So, die Sache läuft. Ist jetzt 6:50. Ich denke, bis dieses Fass leer ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange es dauert. Gestern haben wir 1,5 Stunden laufen lassen und es war nicht leer. Ich denke, das reicht fast für 2 Stunden. Dann da die Pumpe laufen. Ich werde dann schauen gehen. Vor dem Kaffee nehmen, 9 Uhr. Jetzt nach Hause, Güllefass holen, das Maschinenring. Und dann Gülle, ich habe 400 Kubik Gülle, die da warten, rausgebracht zu werden. Und das muss jetzt gemacht werden auf Getreidestoppelfelder. Dort, wo ich herabsäen will, überall kommt jetzt Gülle hin oder drauf. Und heute noch heiß, morgen oder übermorgen regnet es sicher, dann ist das gut für die Gülle da. Regen eingewaschen oder so. So, was macht da der Bauer Aldi? Tolle Datum. Kompost für mein Blumenfeld. Wir müssen da unbedingt den Rosen Kompost geben. So, schöner Kompost. Gut, ja, allzu fein ist er nicht, ein bisschen warm ist er auch noch. He? Riechen, gut.